herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixel und Shooter. Es gab jetzt schon länger keinen Pixel Junk. Das liegt daran, dass ich halt mehr Assassin's Creed aufgenommen hatte und das Rennen für jede Folge immer so lang dauerte, dass ich einfach nicht dazu kam, naja, Pixel und Shooter auch zu machen. Aber heute gibt es wieder eine Folge. Ich glaube, ich werde es sogar für 2 Folgen aufnehmen oder 3, mal schauen. Und ich würde sagen, wir sind immer noch in diesem Eisgebiet und haben noch 3 Level vor uns, und zwar einmal Zutritt verboten, ganz vorsichtig, und heiß-kalt. Würde ich mal sagen, Zutritt verboten, gehen wir direkt mal. Denn wo wir nicht hin dürfen, da wollen wir erst recht hin. Das ist da immer so. Autsch. Die Steuerung wieder gewöhnen. Ah, so war das, genau. Wir haben den Raketenwerfer. Achtfachpunkte. Wahahaha. Komm her, Leute. Ich nenne jetzt Leute. Nachdem die Lava jetzt hier ausgetreten ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja. Wir kommen zu eurer Hilfe! Ha! Wieder mal 4 Fahrpunkte. Ich weiß nicht, ob ich sehen, dass es hier aber abgeflossen ist. Ja, auch kein Edelstein, gar nichts. Außer, dass ich jetzt fast verbrenne. Wassertropfen, yeah! So, dann haben wir... Ich glaube, ich bin verreckt, weil ich den Typen retten wollte und dadurch dann das abbekommen habe. Wow! Das wollte er dann auch? Okay. Ich meine, okay, man hält ja wenig aus, wenn man auch wirklich wenig zu befürchten hat, aber wow! Wenn es Lenkraketen sein müssen, diesmal erwische ich euch. Komm her. Große Menge an Lava. Fließt sie wieder ab. Ich hoffe diesmal aber etwas fixer. Obwohl ich gerne wieder durch, wie immer halt. Schauen wir zu den Kollegen. Gebet nicht hier angreifen wollen. Vielleicht kommt's noch. Vermutlich bin ich denn nochmal gestorben. Ach ja, genau. Yeah! Beide gerettet, Scheißvieh. Beide gerettet, was machst du jetzt? Hä? Was machst du jetzt? Komm her, stirb. Ja. Da will er sich mit mir anlegen, gibt's doch nicht. Fett er sich voll die Filme. Ganz schnell schritten. Mir gefallen diese Sensoren gar nicht. Die explodieren doch garantiert, wenn ich da vorbeifahre. Oh, gerettet noch ganz fix. Wieder Nerde verschwunden, ne? Hä? Okay.
mag diese Spinnviecher nicht. Alles nur noch wimmelte Kettische. So. Wop. Aha. Jetzt geht in die Luft, oder? Okay. Ah. Nett. Das war's schon? Ah. Puh, ja. Das war's anscheinend schon mit diesem Bereich. Dann geht's weiter. Ich habe gerade Sodbrennen bekommen. Das ist wirklich nicht ganz so optimal. Ah, ein Vulkan. Okay. Ah, mehrere Vulkane. Nicht nur einer. Na, kannst du Geld? Komm her. Geld, sag ich schon. Macht mir mal den Weg frei, aber bitte tötet mich nicht. Ich bin sowas von am Arsch. Nein, bin ich nicht. Ah! Hilfe, Hilfe! Na, geh weg, Lavatropfen, danke. Mal den Wasseranzug. Ich weiß nicht, warum ich mir den hier holen sollte, wenn ich doch sowieso Blödsinn haben. Blödsinn haben. Hm. Das weiß ich auch den Sinn. Ich muss es hier dicht machen, damit die Lava da oben rankommt. Uah. Was eigentlich irgendwo ab? Ja, klar. Wenn ich das schon mal verstopfen könnte, wäre echt nice. Ach, ja, ich kann ja Eis packen. Da war ja was. Da war ja was. Oh Mann. Total vergessen. Nein, Wecker, böse. Das war der Notfall 10 Uhr Wecker. Der mich aufwecken soll, wenn ich zu lange penne. Ich war aber schon wach. Haha, ich war schneller als ein Wecker. Wow! Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt unter den ganzen Eisschichten. Nichts? Na dann. Hilfe, das war knapp. Hat die Lava das alles bewegt jetzt? Na bitte. Autsch, 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 autsch! Komm da!
weg. Ah, wir gehen weiter. Es hat ja keinen Sinn, so rumzuhantieren. Ist ja nur Zeitverschwendung, was wir hier machen. Der Wasserstrahl war für einen Raum? Oh. Das ist ein bisschen enttäuschend. War schon ganz cool, hätte man länger lassen können. Oh, oh, oh. Ganz entspannt bleiben, Gegner. Ah, hier unten ist nichts. Aber hier ist noch ein Diamant. Den wir natürlich gerne mitnehmen. Typische wilde Dorfgeballer. Was anderes kann man hier eh nicht machen. 16-fache Punkte. So, haben wir hier alles sonst? Da oben vielleicht ist noch ein Geheimweg. Na? Nein, wir würden es ja durchquetschen können, aber nein. Aber hier haben wir einen Diamanten schon mal. Aber hier, egal weg. Nein, auch nicht. Das ist echt schade. Wir müssen ja quasi so machen. Und die Lava drüber laufen lassen. Na? Ist das Ding frei? Wo ist der Diamant, der hier drin war? Bevor der noch komplett abstürzt. Haben wir auch den gerettet. Okay. Noch mehr Punkte, weil wir so wenig haben. Oh, ho, ho, ho. Wow! Gigantische Wassermengen erstmal vom Deck gerücken. War es das mit dem Laser? Oh. Und da oben haben wir noch einen Kollegen. Und zwar Arbeiter Kim. Warum? Wieso? Ist so kalt. Ich sollte mich dir vor Ort anschließen, aber ich habe sie nicht von dem Erdbeben erreicht. Seitdem bin ich in dieser kalten Eishöhle gefangen. Ich war sicher, dass ich sterbe, bis ich dein Schiff gesehen habe. Jim oder Kim oder John oder Jimmy, wir haben dich gerne gerettet. Allerdings, wo sind die anderen Leute denn hin? Erzähl uns das bitte mal. Wasseranzug. Wahrscheinlich ein Fehler und ich hätte erstmal die Lava weiter hier wegmachen müssen. Naja, wird man dann sehen. Komm her, Eisklotz. Wow, wie habe ich das geschafft?
Wie zur Hölle habe ich das geschafft? Weitere Stück habe ich. Nacheinander. Wir sind jetzt Eislieferant geworden. Wir liefern das Eis für so prominente Charaktere wie Britney Spears und Paris Hilton, die ganzen Dieben, von denen man eigentlich gar nichts halten sollte. Naja. Schießen ein bisschen Wasser da rein, würde ich sagen. Oh, gleich sind wir fertig mit dem Wasser. Und gucken wir nach unser Ergebnis. Was denn hier so passiert? Boah, haben wir einen guten Anfang. Also weitermachen wir. Die Frage, wie kann ich wieder normal werden? Hier garantiert nicht. Aber irgendwo muss ich doch wieder normal werden können. Also mein Fahrzeug. Dieser Felsen ist massiv, auch ohne Raketen. Ich habe nur Wasser. Ich verstehe es gerade nicht. Wie soll ich das Zeug jetzt hier kaputt kriegen? Ja, aber wie? Einfach gegenfahren oder was? Nee. Hä? Ich versteh's gerade nicht, wie mache ich das denn? So, suche ich nochmal einen Sachen. Diamanten, hier ist bestimmt einer. Damit. Hier ist keiner, okay. Wie zerstöre ich denn bitte schön Felsen ohne Diamant? Ohne den, ich versteh's nicht. Oh Gott, dass es überhaupt möglich ist. Okay. Dann bohren wir uns halt hier durch. Komm schon. Ah, ich muss mit der Maus wiesen. Ich bescheuerter Typ hier wackeln. Ah, und das klappt nicht immer. Ist doch bestimmt noch ein Diamant. Nicht? Ah, komm, dann gucken wir noch einmal hier rein. Na, komm schon. Na gut, hier ist nichts. Dann weiter geht's. Auf ins Ziel. Yeah! Level erledigt. Haben wir ein super Abenteuer mit Kim erlebt. Ein paar Leutchen gerettet. Sind ein paar Mal gestorben. So ein volles Abenteuer, ne, was man so erlebt. Perfekte Rettung. Freischalten wird immer noch nicht angezeigt, was ich eigentlich freischalten kann. Sonst würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Wir haben ein Level geschafft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr so war, könnt ihr gerne eine Wertung da lassen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Bas. Ciao, ciao.